Idioten. Die Croftrau hat euch übertölpelt, ja? Und jetzt ist sie über alle Berge. Das Amulett, Herr von Croy. Es spricht von dem Priester. Simarket. Simarket. Mon Dieu, Lara. Jean-Yves, mein treuer Freund. Ich fürchte, du bist nicht hier, um mit mir zu plaudern. Nur wenn du willst, dass von Croy in unsere kleine Party hineinplatzt. Von Croy? Ich denke mal, er hat das hier gesucht. Das Amulett des Horus. Eine fast sagenumwobene Reliquie. Mit anderen Worten, du hast nicht nur Seth's Grab gefunden, du hast es auch geöffnet. Das ist ein schlechtes Omen. Übersetzt aus dem Hebräischen heißt das so viel wie derjenige, der das Amulett entfernt, entfesselt erneut, Seths dunkle Kräfte. Und Seth sprach, ich bin der Schatten über der Sonne, der Auslöser aller Seuchen. Mein Hass verzehrt das ganze Land und ist unersättlich. Sitzt die Macht im Tempel des Semmelkett bei Karnak, dem Sonnengott Horus anzurufen, auf das ich tollen Set im Zaum halte. Die Zeremonie ist erst vollendet, wenn die Rüstung des Horus den Sonnengott anruft. Die Rüstung des Horus. Bei unseren Grabungen in Alexandria haben meine Leute voller Angst davon gesprochen. Also ist von Croy auch hinter der Rüstung her. Nur ein völliger Ignorant jener Prophezeiungen würde sich mit diesem Teufel einlassen. Nun gut. Seth ist frei. Aber woher hättest du es auch wissen sollen? Es wird Zeit, die Dinge wieder zurechtzurücken und einen Dorn in meinem Auge zu entfernen. Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.